Bei der Ausstellung zur Düsseldorfer Fußballgeschichte tauschten sich Oliver Fink und Heinrich Schmidtgeil aus dem aktuellen Kader von Fortuna Düsseldorf mit Dieter Brey und Egon Köhn und Co. aus. Bei so viel Fortuna-Geschichte auf einmal wollten wir natürlich auch wissen, was sich in den Jahrzehnten verändert hat. Ich meine, hat sich alles geändert. Wenn ich dran denke, ich war ja noch 2 Jahre Soldat und kam 45 wieder, dann hatten wir Stehplatz 50 Pfennig, Tribüne 1 Mark und wir hatten 125 Mitglieder bei Fortuna. Heute haben wir inzwischen 24.000, also die Entwicklung im Fußball ist ja gewaltig. Ja, ich denke mal, das Ganze drumherum ist viel anders geworden, die Trainingsmethoden sind anders geworden. Ja, ich glaube schon, dass der Fußball an sich ein bisschen physischer geworden ist, körperbetonter auch. Da sieht man auch daran, dass es heutzutage viel mehr Verletzungen gibt als früher, sage ich mal, ne? Und die Belastung eventuell auch ein bisschen höher ist. Ja, ich glaube, wir haben es gerade bei der heutigen Veranstaltung gesehen. Es ist natürlich ein Wandel in der Intensität, ein Wandel, was die Geldverfügbarkeit betrifft. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was natürlich der Lauf auch unserer Gesellschaft in vielen Bereichen ist. Aber ich glaube, die Stärke des Fußballs ist eben, dass er die Tradition, die Vergangenheit nicht vergisst. Training in den Jugendleistungszentren und gerade in den großen Vereinen, das hat sich schon gewaltig verändert. Denn die meisten Spieler, die hier jetzt am Tisch sitzen, ich glaube, in ihrer Jugendzeit hatten die so gut wie keinen Trainer. Dann hat man einfach gerne Fußball gespielt, man ist nach der Schule oder selbst in den Pausen, hat man den Ball rausgeholt, hat 2 Hemden hingelegt, hat man ein Tor von gemacht und man hat einfach Fußball gespielt, weil Spaß gemacht hat. Alle Anwesenden hatten viel mit der Fortuna erlebt. Doch was waren die persönlichen Höhepunkte? Sicherlich unsere Pokal-Endspiel-Siege und das Europapokal-Endspiel, klar, das waren eigentlich die Höhepunkte. Ja, ich meine, ich habe 15 Jahre für Fortuna gespielt, 760 Spiele und das waren schon wirklich Erlebnisse, weil wir auch 2-mal im deutschen Pokal-Endspiel waren und haben auch um die deutsche Meisterschaft 59 gegen Köln unglücklich hier verloren und dadurch sind wir für Köln nach Real Madrid geflogen und haben vor 83.000 Zuschauern gegen Real eine Kombination Atletico Madrid gespielt. Höhepunkt, insgesamt ist, glaube ich, immer das Wichtigste ist die Meisterschaft. Das ist ein Gradmesser insgesamt, wie stark oder wie schwach eine Mannschaft ist. Und dann natürlich die Pokalendspiele, die wir gehabt haben, die 3 Pokalfinals und das Europapokalfinale, insgesamt die Europapokalspiele, das waren schon besondere Erlebnisse, wo man sich auch immer noch gerne heute dran erinnert. Ja gut, natürlich das schönste Highlight war der Aufstieg. Nach 2 Relegationsspielen durften wir zumindest eine Nacht feiern, bevor im Prinzip das Verfahren von Hertha BSC ausgelöst eben begann. Also diese Nacht, diese Freude danach war schon sicherlich was Besonderes. Vielleicht können wir am Ende der aktuellen Saison wieder dieses besondere Gefühl des Aufstiegs erleben.